Kenntnisreich Drachenantauer bitte kommen. Union, Kenntnisreich Drachenantauer bitte kommen. Union, Tower an Kenntnisreich Drachen. Hier Kenntnisreich Drachen bitten um Landeerlaubnis. Union, hier Tower, bitte landen. Union, bum bum bum. Hallo meine lieben Kinder, ich bin's der Steve und ich habe euch heute jemanden mitgebracht, den Kenntnisreichdrachen. Wir sind hier gelandet, oh, es ist mega cool. Wir sind auf einem riesigen Feld mitten in Berlin und hier sind früher die Flugzeuge über mir gestartet und auch gelandet. Denn wir sind am alten Flughafen Tempelhof. Warum sind wir hier? Ja, ganz einfach. Unser erstes Element im Jahreskalender ist ja das Thema Luft. Und Wind, Luft, ist es eigentlich dasselbe? Na, das könnt ihr jetzt schon mal überlegen, denn im Laufe des Videos werden wir dazu noch ganz viel erzählen. Wir haben Windräder heute mit dabei, wir haben ein selbstgebasteltes, wir haben auch einen selbstgebastelten Drachen. Wir lassen einen Drachen steigen und ein Drachen, der fliegt ja auch wie ein Flugzeug und deswegen... Hört ihr das? Also, ich kann die Luft zwar nicht sehen und den Wind, aber ich spüre ihn. Und wir spüren, irgendwas ist hier in der Luft. Seht ihr es vielleicht? Liebe Kinder, auf geht's. Ganz viel Spaß heute in dem Video. Wir müssen los, kommt mit. Was haben wir denn hier Spannendes? Einmal haben wir ein Windrad und dann haben wir hier, wie ihr es aus dem Video schon kennt, unsere selbstgebastelte Windmühle. Meine lieben Kinder, dazu möchten wir euch ein bisschen was beibringen, denn so ein Windrad, vielleicht kennt ihr ja diese großen, weißen, runden, sich bewegenden Teller, die auf dem Feld sich immer drehen. Wenn ihr mit Mama und Papa mal unterwegs seid, mit dem Zug oder mit dem Fahrrad vielleicht, dann seht ihr sie vielleicht, die sich so ganz schnell drehen und die fangen den Wind ein und aus dem Wind, aus der Energie, da entsteht Strom. Und Strom brauchen wir für Licht, für den Kühlschrank oder wenn wir auch mal ins Kino gehen oder Popcorn machen, dafür brauchen wir Strom. Und dieser wird mit so einem Windrad natürlich viel größer hergestellt. Und dieses kleine Windrad steht bei mir auf dem Balkon. Und immer morgens, wenn ich in die Kita möchte, weiß ich, wie schnell ich fahren muss. Und dann haben wir als zweites noch eine Windmühle. Die haben wir selbst gebaut. In der Kita habt ihr in den Videos gesehen. Und diese Windmühlen, die drehen sich auch, wenn der Wind kommt. Ja, seht ihr hier? Denn Wind kann ich auch durch Pusten entstehen lassen. Und jetzt wollen wir mal schauen, wohin der Wind uns dreht. Aber auch noch ein kleiner Vorschlag an euch. Baut doch mal selber so eine kleine Windmühle. Vielleicht kriegt ihr auch so eine tolle hin. 2, 1, los! Wir wollen uns verabschieden von euch hier nach ein paar tollen Stunden auf dem Tempelhofer Feld. Wir hatten ganz viel Spaß mit unserer Windmühle. Emil, was haben wir da noch gehabt? Zu deiner Rechten
Unser Windrad sagt auch Tschüss. Sag mal hoch. Das ist unser Windrad. Tschüss. Das ist unser Kenntnisreichdrachen. Der sagt Tschüss und das Windrad. Ich hoffe, und ihr hattet. Und dein Drachen auch, na klar. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Jetzt wisst ihr, wie Strom hergestellt wird, wie viel Energie und Power Wind hat und wie viel Spaß man mit einem solch selbstgebastelten Drachen hat. Also, bastelt es gerne nach, modifiziert bzw. verbessert auch mal so eine Windmühle, stellt die selber her mit Mama und mit Papa oder auch mal in der Kita und dann könnt ihr sie hier mal ausprobieren. Kommt gerne her, vielleicht sieht man sich ja mal. Wir sehen uns nicht mehr, leider. Das stimmt natürlich. Emil, das ist wahrscheinlich deine letzte Folge hier. Vielleicht kann man das auch noch mal erwähnen. Ja, aber denk dran, man sieht sie hier mal zweimal im Leben. In dem Sinne, vielen lieben Dank, Emil. Und liebe Kinder, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, Puppis! Tschüss, Puppis!